Willkommen, meine Freunde, zur 10. Folge unseres Let's Plays und... Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Vielleicht... Wo geht es jetzt hin? Vielleicht treffen wir auf Craven, Freunde. Hier waren wir in der letzten Folge, hier haben wir die beendet. Und ja, in der letzten Folge haben wir Cravens kleines Versteck gefunden. Hey, MJ, hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte... Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Und jetzt sind wir hier, Freunde. Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Sorry. Die anderen Jäger. Ich habe euch richtig reingeworfen direkt am Anfang der Folge. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Wir haben kleine Craven-Verstecke gehabt, die wir gefunden hatten. Irgendwie in solchen unsichtbaren Kuppeln sind seine Verstecke versteckt. Und jetzt hat uns so ein Falke von diesen Roboterfalken irgendwie hier hingebracht. Wenn du Gegner mit Gefahrsymbolen angreifst, werden Gegner in der Nähe alarmiert. Ja. Ich muss einen weglocken. Wir müssen jemanden weglocken. Mit vielleicht einem Netz, was wir schießen. Locke Gegner an, indem du nahe Oberflächen oder Objekte mit Netzen beschießt, um eine Ablenkung zu erzeugen. Ja, das machen wir jetzt. Nach Ablenkung scannen. Das Teil. Gedrückt halten zum Zielen und jetzt können wir darauf schießen. Jetzt können wir einen lautlosen Takedown machen. Genau so. Und den jetzt mit einem Netzschlag-Takedown. Und keiner hat uns gehört. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner? Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Internationale Söldner. Danke. Generatoren sind grün. Apropos Arbeit. Die Basis? Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Okay, Freunde. Das wird jetzt spannend. Endlich mal müssen wir die Gegner leise ausschalten. Leise ausschalten. Ich glaube... Den können wir leise ausschalten. Das sieht immer so cool aus, was Spider-Man da macht. Wow, jetzt hänge ich hier so. Das ist ja cool. Und jetzt... Fallen lassen? Anschleichen, ja? Komm. Echt viel Ausrüstung. Das ist cool, Freunde. Ich gäbe es einen Krieg. Fühl mich wie ein Ninja. Das ist sowas ist cool mit Spider-Man. Guck mal, wie cool er aussieht, Spider-Man. Ich finde den normalen Anzug so cool. Ich weiß, ich wollte ihn mal wechseln. Aber jetzt... Was war das? Habt ihr das gehört? Bro, von wo kam gerade dieser laute Ton? Oh Mann. Gerade wo ich reden wollte. Wann Takedown? Sicher? Okay. Hier, Craven, sofort. Craven. Nein. Ist der Anführer? Hey, wer ist da? Da ist der! Die haben mich gesehen, die haben mich gesehen. Oh oh. Craven ist der Anführer, ja? Genau. An die Wand mit dir? An die Wand mit dir, Bro. Wo sind die anderen? Verdienen die mich jetzt? Nein, die kommen. Egal. Ein Finisher für dich. Ich glaube, das ist der letzte von denen hier. In dem Raum. Ja? Wo geht's weiter? Das sind alle. Der Lüftungsschacht da oben vielleicht? Was haben Sie vor? Untersuche das Sicherheits... Sicherheits was? Das Gerät hier? Oder da oben. Ach so, okay. Sicherheitsterminal. Werden wir hier vielleicht auf Craven... Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Craven treffen. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ja, das hatte ich befürchtet. Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Okay, was jagt er? Kommen wir vielleicht jetzt raus? Ich hatte befürchtet...
dass es vielleicht mehrere Verstecke gibt. Macht sie hungrig. Okay, hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr Jäger. Da ist eine. Die können wir jetzt von oben mit einem Lüftungstakedown erledigen. Hast du auch Hunger? Ich finde das so cool. Er benimmt sich richtig wie eine echte Spinne, ne? Oh, für mich? Eine Armbrust? Das ist ja lieb. Oh nein, da ist anscheinend jemand. Pass auf, Bro. Oh, stabil und flexibel. Jo. Ich könnte... Vielleicht kann ihm das helfen? Cool. Irgendwas Neues zu bauen? Deren Technik ist echt krass. Er hat's analysiert. Vielleicht können wir ein neues Gerät dadurch machen. Cool, okay. Nutze die Netzleine, um den Jäger auszuschalten. Gedrückt halten, um zielen, dann Dreieck drücken, um Netzleine zu schießen. Was? Ich kann nicht runterschauen. Hallo? Ich kann nicht zielen, Freunde. Ich kann nicht nach unten zielen. Ach so. Was? Jetzt haben wir so eine Netzleine gespannt. Darauf können wir laufen. Yo, wie cool ist das denn? Können wir das immer machen? Das gibt uns neue Möglichkeiten, Freunde. Jetzt können wir von oben den Keller ausschalten. Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Raven muss reich sein. Ja. Oder einflussreich. Oder beides. Ist wahrscheinlich beides. Und ist er sicher? Ja, er ist sicher. Am besten wieder nach oben irgendwo. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Freunde. Nutzen wir unsere neuen Geräte. Guckt euch das an. Wie cool. Sieht er mich nicht? Ey, yo, das ist so cool. Das gab's noch nicht. Und den holen wir uns auch noch. Ich glaube, sie ist sicher. Nein, Gefahr. Wer ist denn der, der es dann sehen würde? Der Kerl vielleicht? Dann vielleicht noch ein Teil. Ey, wie cool ist das denn? Wie oft kann ich das benutzen? Oh. Hast du außerhalb von Volgograd gesetzt? Warte mal. Sein Name verdient keine Erwähnung. Ich dachte, seine Jugend wäre ein Vorteil. Sie ist sicher, ne? Sie ist sicher, ja. Sie auch? Nicht einer gesehen? Was ist das? Oh, das Zeug schmeckt furchtbar! Was war das für ein Giftgas? Okay, die haben mich bemerkt. Zeit reinzugehen, oder? Er hat jemanden erwischt. Statusbericht. Ich brauche Verstärkung! Hat mich schon einer... erwischt, soll ich es leise immer noch versuchen? Wir machen es mal so. Wir machen es mal so. Komm her, Bro. Ich lock dich mal hier ran. Ja, geh hin. Das hast du gehört, ne? Geh mal hin, Bro. Geh mal hin und du gehörst jetzt mir. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, der andere. Die ganzen Leute haben mich gesehen. Egal. Das sind nicht mehr viele. Kein Problem, Freunde. Was ist das denn? Ah, okay, ich hätte das packen können. Das sind Fallen. Ich bin besiegt, was? Was? Ey, Freunde. Das hat mich gerade geschockt. Ich habe nicht gesehen, wie viel Leben ich verloren habe. Oh nein. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Diese Giftwolke hat sehr viel Schaden verursacht. Was, Freunde? Ich habe es gar nicht bemerkt. Habt ihr es bemerkt? Ich hätte mehr auf mein Leben achten sollen. Oh nein, oh nein. Wir machen es mal gleich, wie vorhin. Das lief ja gerade so gut. Springen wir ein bisschen. Komm her. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Wir hatten doch gerade alle besiegt. Dieses Giftgas. Wie habe ich... Ich habe einfach gar nicht auf mein Leben geschaut, ne? Von Lebensbalken. Dieses Mal ziehen wir hier hin. Vielleicht. Laufen hier hin. Mit Viereck dieses Mal, ja? Schön. Weiß nicht, ob sie mich gesehen hätte. Ich muss vor den Giftfallen Acht geben, ja?
Den hier, ja. Sicher, okay. Ist das nur noch einer? Geh mir hier hoch. Hat er mich nicht gesehen? Ich dachte, seine Jugend wäre ein Vorteil. Ich glaube, dann noch einer. Er hat schon immer dort gelebt. Kannte sich gut aus. Hallo, wo ist der Letzte? Freunde, bin ich blind? Wo ist der? Da ist er. Komm her. Entspann dich. Okay, wohin jetzt? Dringe tiefer in die Basis ein. Ich glaube, durch die Steine vielleicht? Nein. Hier wahrscheinlich entlang, oder? Wo lang? Die versuchen sich zu befreien. Wird nichts. Tiefer in die Basis eindringen? Vielleicht? Nein, nein. Runter? Ah, wow. Da darf man nicht so lange drinnen bleiben. In das Gas ziehen wir. Komm und offen. Ein Forschungslabor? Was ist bei den Leuten? Ich weiß nicht, woher die sind. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Und an was forschen die? Was ist das Fiest? Ist da nicht Spider-Mans Tante drauf und Martin Lee? Und eine Maske von Martin Lees Leuten? Erstmal das Bild untersuchen. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Feast. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Ja. Hoffentlich waren nicht alle seine Werke verdorben. Dieses Feast, wo halt solche Obdachlosen und so weiter aufgenommen werden, wo auch Spider-Mans Tante gearbeitet hat, Miles auch, er selber war auch ganz oft dort, da hat der Kerl auch gearbeitet damals. Er war so ein Arbeitskollege oder sowas. Craven untersucht Lees Blut. Vielleicht will er herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Jo, jo, jo. Oder selbst an sie gelangen. Jo, jo, jo. Was hat er vor? Jetzt erfährt man mehr, warum er ihn mitgenommen hat. Eine Dämonenmaske. Lees alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach. Ja, die waren sehr, sehr brutal, die Kerle. Vielleicht erfahren wir, warum die jetzt Scorpion wollten. Ansehen. Halluzinogene. Vermutlich das Schlimmste an Scorpions Gift. Wenn Craven sie in seinem Arsenal hat. Oh. Die haben schon so krasse Sachen und wollen jetzt noch mehr. Okay, die Gründe, warum der unbedingt die zwei wollte. Das ist die Tiare Abetahi. Erfahren wir jetzt. Eine der seltensten Blumen der Welt. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich wollte sie vor Jahren als Gegengift gegen Scorpion einsetzen, aber hatte kein Geld für den Flug nach Hayatea? Craven wohl schon. Hayatea. Ob es den Ort in echt auch gibt? Dr. Farley Stillwell. Seine Genexperimente gaben Scorpion seine Fähigkeiten. Oh, wie cool, das sieht so echt Craven aus. Craven hat gut recherchiert. Hier auf Deutsch, Freunde. Soll ich das lesen? Scorpion, bekannter Partner. Dr. Farley Stillwell. Doktor der Molekularbiologie und Biochemie. Dissertation. Ey, nein, das ist so viel. Irgendwelche Informationen. Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist. Nicht, dass ich jetzt 3 Minuten lang hier erstmal lese. Okay, die Armbrust. Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Testen wir mal. Wow. Und die Rüstung? Und kein einziger Kratzer? Kein Kratzer. Was hat er vor? Eine unbesiegbare Armee? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Scorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Ein geheimer Durchgang. Na, sieh mal einer an. Ey, Spider-Man ist so cool, ne? Freunde, wer von euch wollte auch schon mal selber Spider-Man sein? Ich hab einen Namen für dich. Craven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Geheimnisvoll, Freunde. Geheimnisvoll. Jetzt müssen wir den Bazar räumen. Das würde ich so nicht sagen.
Das sind echt extrem viele Gegner. Jetzt müssen wir nachdenken, Freunde. Wie machen wir es am besten? Also, Freunde, ich zeige euch mal, wie der Spider-Man-Profi es macht, okay? Erlegen wir mal erstmal die zwei. Die wirken so, als würden die erledigt werden wollen. Die reden gerade miteinander. Das habe ich auch bemerkt. Ablenkung. Niemand. Er ist sicher. Holen wir uns ihn. Gehen wir hier hoch. Und holen wir uns sie. Einmal im Uhrzeigersinn gehen wir durch. Der nächste. In Gefahr leider. Der Attack Hell ist sicher. Aber nein. Holen wir uns den erstmal. Der scannt hier alles. Das war laut. Nach dem ganzen Wahnsinn mit seinen Eltern zu einem geworden. Okay. Kaum etwas ist der Kerl alleine? War hier nicht noch jemand? Ich will die lieber von oben erledigen. Ungefähr. Von oben. So ist es etwas sicherer. Da müssen wir nicht einen Sprung zu denen machen. Er kriegt noch seine Chance. Sicher. Der Kerl ist auch sicher. Was? Nein, 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 nein. Spider-Man gesichtet. Oh nein, ich wurde gesichtet. Ich hab übersehen, dass hier noch einer drinne ist. Egal. Okay. Mal hochgeworfen, bisschen Deckung von dem anderen. Ausgewichen. Oh nein, gar nicht. Gut, die hätte man lautlos alle erledigen können. Wir sind leider nicht Miles und können uns jetzt nicht unsichtbar machen. Ausgewichen. Oh Mann, das wird hartnäckig. Wünsch mir Glück. Auf die mit den Waffen. Vielleicht haben wir alle Waffen. Ich glaube schon. Ja, der ist auch besiegt. Zum nächsten. Werfen wir mal irgendeinen Teil drauf. So. Wow. Auf den Falken. Nein, wo ist der Falke? Wow, 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 wow. Hey, hey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Finisher. Die mit den Schildern sind etwas hartnäckig, aber immerhin nicht schießen. Wo ist der Falke, bin ich blind? Wow, ich wurde getroffen. Raketenwerfer? Ich habe so gefailt, ne? Ich habe es nicht lautlos hinbekommen. Das wird jetzt schwierig. Ich wurde ernsthaft besiegt. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Oh nein, oh nein. Ey, die haben irgendwelche Bomben geworfen. Ich hab's so gefailt. Oh nein, ey, yo, das ist peinlich, Mann. Und ich sag Profi. Schade, wir haben es nicht umsonst auf spektakulär eingestellt. Ich sehe nach. Ey, schade, Mann, schade. Ist nicht wahr. Der Skorpion soll dich wohl nicht beeindruckt haben. Ist doch nicht wahr, Mann. Wir müssen es ganz schnell machen. Es ist auch gedacht, dass man erstmal alles lautlos macht. Mein Fehler. Holen wir uns den jetzt. Ich hoffe, wir schaffen es schnell. Wo ist der Falk? Ist hier noch einer drin? Wurde ich wieder gesehen? Das habe ich auch bemerkt. Ah. Kann sein. Nein, nein, nein! Was? Ich hab's fast gefailt. Ich hab's fast gefailt. Das sind zu viele. Man muss die leise erledigen. Freunde, wie mache ich das jetzt? Oh nein. Die wurden entdeckt. Die wurden entdeckt. Die haben die Verbündeten gesehen, die ich eingespinnt habe. Alles klar da drüben? Kann ich da hoch? Verdammt. Ich muss die jetzt erledigen. Bleibt wachsam. Statusbericht für das Gelände. Es ist die Schuld. Ach, egal, komm. Kämpfen wir. Geht nicht anders. Ich hatte es doch fast. Ich hatte es doch fast. Davor und wurde einfach besiegt.
so hartnäckig. Oh Mann, die Folge nähert sich auch dem Ende, Freunde. Schnell, schnell, schnell. Ich muss die erledigen. Die haben sehr viel Leben, ne? Wow, die sind so an den Wänden dran. Auf den Boden mit dir. Komm. Nicht dieses Giftgas schon wieder. Es macht so viel Schaden. Und da kommen noch mehr. Da kommen einfach noch mehr. Und noch auf die. Ey, die sind echt hartnäckig. Was ist mit mir? Yo, 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 yo. Die machen es mir echt schwer, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Komm, die Rakete hätte ich fast auffangen können. Ja, aufgefangen. Komm. Auf ihn. Ist er endlich besiegt? Ich bin wirklich besiegt. Oh nein, ey, Freunde. Ey, das hätte ich heute nicht erwartet. Das hätte ich heute nicht erwartet, Freunde. Oh nein. Ey, das ist mir jetzt peinlich, Freunde. Ey, normalerweise kann ich das. Und egal. Wir haben das Spiel auf die schwierigste Schwierigkeit eingestellt, okay? Ich muss das jetzt leider in der nächsten Folge dann machen. Verzeiht mir, Freunde, das würde die Folge überziehen. Wer weiß, wann ich das dann schaffe. Ich weiß es, man könnte jetzt sagen, jo, schneid das doch, wann du es schaffst. Aber ich glaube, es ist doch okay so. Wir schneiden hier beim Let's Play nichts. Ihr erfahrt hier alles, was ich hier tue. Ey, Freunde, verzeiht mir, dass ich es nicht geschafft habe. Nächstes Mal schaffen wir es. Und komm schon, beim ersten Versuch schaffen wir es dann, okay? Verzeiht mir. Wir sehen uns dann nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Und ja, wir müssen irgendwie schaffen, alle lautlos zu erledigen. Die meisten. Erstmal die da oben, dann die da unten. Ich habe ein bisschen vielleicht zu lange gebraucht. Dann haben die ihre Kollegen gefunden. Und ja, egal. Das schaffen wir schon, Freunde. Das schaffen wir schon. Oh nein, unbedingt heute, wo ich so große Töne gespuckt habe. Yo, ihr seht gleich den Profi. Egal, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's trotzdem spannend. Auch wenn ich leider so oft gekillt wurde. Leider, leider. Egal, Freunde. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge, okay? Passt auf euch auf, Freunde. Noch einen schönen Tag euch, okay? Bye.